Aufgrund der 70-jährigen Firmengeschichte ist es nicht verwunderlich, dass man eigentlich in fast jedem Hafen eine Hellwig findet. Was neben der langen Geschichte, aber auch auf die große Beliebtheit der Boote zurückzuführen ist. Und damit herzlich willkommen zu Boote TV. Ebenso wie alle Modelle der traditionsbewussten Firma aus dem rheinländischen Erkelenz, ist auch unser heutiges Testboot, die Hellwig Milos, nach einer griechischen Insel benannt. Doch egal ob in Griechenland, den Niederlanden oder an der Ostsee, die Boote von Hellwig eignen sich dank ihrer ausgesprochen guten Rauwassereigenschaften für jedes Revier. Die Milos V630, die größere Schwester der V580 und V585, ist eine Eigenentwicklung des Werftchefs Michael Hammermeister. Die Boote werden im Handauflegeverfahren mit sehr viel Liebe zum Detail gefertigt. Das merkt man zum Beispiel an der Beschriftung der Instrumententafeln, die extra auf die jeweilige Sprache des neuen Eigners abgestimmt werden. Mit ein Grund, warum Hellwig sich nicht Werft nennt, sondern Manufaktur. Bei der Milos V630 ist dieselbe Rumpfschale sowohl Innen- als auch Außenborder-Variante als Bowrider oder in der von uns getesteten Version mit geschlossenem Vordeck und Schlupfkabine erhältlich. Die Motorenpalette von Mercruiser ist mit drei 4,5 Liter Benzinern zwischen 200 und 250 PS und zwei 2 Liter Dieseln mit 150 oder 170 PS genauso breit gefächert wie der Katalog von möglichen Extras und Sonderausstattungen. Unser Testboot besitzt eine verlängerte Badeplattform, die 1.760 Euro Aufpreis kostet und ist komplett mit einem hochwertigen Anti-Rutschbelag für 3.620 Euro versehen. Der Wakeboard Tower aus schwarz lackiertem Aluminium für 3.990 Euro und die Sonderlackierung in giftigem Grün, nochmals 970 Euro, geben dem Boot zusätzlich ein sportliches Erscheinungsbild. Die Polster und Sitze sind bequem und wirken sehr hochwertig. Selbst an eine große Kühlbox mit 50 Liter Volumen wurde gedacht. Die Schlupfkabine bietet viel Platz und diagonal eine Liegefläche von 1,80 Meter. Der Mercruiser mit 4,5 Liter Hubraum und 250 PS ist unter der Motorraumluke von allen Seiten gut zu erreichen und beschleunigt die Milos V630 bis auf 44,5 Knoten bei 4.900 Umdrehungen pro Minute. Am wirtschaftlichsten fährt sie bei 3.000 Umdrehungen pro Minute mit 22,8 Knoten. So erreicht sie mit einer Tankfüllung von 160 Litern, abzüglich der obligatorischen 15% Reserve, eine Reichweite von 135 Seemeilen. Die Fahreigenschaften sind durchweg gut. Bei langsamer als auch bei schneller Verdrängerfahrt läuft das Boot sehr kursstabil geradeaus. Beim Übergang zur Gleitfahrt nimmt es ab 2600 Umdrehungen pro Minute für etwa 3 Sekunden die Nase hoch, was die Sicht nach vorne kurz ein wenig einschränkt, legt sich aber ab 2800 Umdrehungen pro Minute wieder in die Waagerechte und läuft mit leichtem Trim wunderbar geradeaus. Schnelle Manöver sind ohne Sorge selbst im Fahrtrim möglich. Mit Trim unten geht die Milos beeindruckend eng in die Kurve und reagiert sehr direkt auf die Kurskorrekturen. Auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten fühlt sich das Boot immer sicher und kontrollierbar an.